Bringt Sir Tamerly herein. Tamerly. Hallöchen. Sir Tamerly wird des heimtückischen Mordes angeklagt. Ihr und eure Männer habt Sir Tamra im Dunkel der Nacht aufgelauert und sie feige überfallen. Ihr vergesst euch, Hauptmann Garavel. Ich bin von adliger Geburt und werde eure Anschuldigungen nicht hinnehmen. Ihr werdet des Mordes angeklagt, Sir. Meine Soldaten haben euch auf der Flucht aufgegriffen, während Sir Tamras Blut noch warm war. Viele Leute sind auf den Straßen unterwegs. Und nicht alle von ihnen sind Menschen. Außerdem ist es nachts leider äußerst gefährlich. Wir wollten einfach nur möglichst schnell einen netten, sicheren Ort erreichen. Warum glaube ich ihm nicht? Euer Leugnen verspottet dieses Gericht. Ihr habt nichts gegen mich in der Hand, Hauptmann. Lasst mich frei, Kommandant. Das Wort dieses Bürgerlichen steht gegen meines. Vergesst bitte nicht, dass Sir Tamra jene Ritterin war, die uns vor einer Verschwörung gewarnt hat. Ah, Sir Tamerly war ein Verbündeter von Arl Howe. Gibt es wirklich keine Beweise? Nur etwas Blut auf seiner Kleidung und der seiner Männer. Was in diesen Tagen leider nichts Ungewöhnliches ist. Abgesehen davon haben wir nichts. Obwohl der Hauptmann intensive Nachforschungen betrieben hat. Könnte er vielleicht unschuldig sein? Wenn er unschuldig ist, bin ich die Kaiserin von Orlais. Aber es wäre natürlich möglich, denke ich. Tja, also es wäre auf jeden Fall ein Beweis dafür, dass die Verschwörung existiert. Ich fürchte, ihr habt recht. Was würde denn passieren, wenn wir ihn hinrichten lassen? Es würde ziemliche Empörung hervorrufen. Sir Tamerly ist zwar nicht beliebt, aber er ist ein Adliger. Und bei dieser dürftigen Beweislage. Dennoch ist es euer Recht, ihn hinrichten zu lassen. Puh, schwierig, vor allem weil die Beweislage lächerlich ist. Mal gucken, was wir machen können. Was soll geschehen? Ja, das klingt gut. Wir werden eine sehr lange Untersuchung durchführen. Und währenddessen bleibt er eingesperrt. Was soll das heißen? Das könnt ihr nicht tun! Oh doch. Und ob der Kommandant das tun kann? Die Gerichtssitzung des Artums ist beendet. Drei Entscheidungen. Und ich hoffe, die nächste wird einfacher als diese beim Erbauer. Oh, wie wir noch mehr davon haben? Juhu, Silberzunge. Schafhirten haben wir ihn auspeitschen lassen. Südbrücke zugesprochen, aber wir müssen auch eine Entschädigung noch leisten. Und wir haben ihn für den Mord einsperren lassen, aber noch nicht getötet. Kommandant? Wie ist die Lage? Die Soldaten geben ihr Bestes, um die Stadt Amaranthine zu verteidigen. Meister Wade hat Tag und Nacht an seiner Schmiede gearbeitet. Die neuen Waffen werden unsere Soldaten deutlich effektiver machen, Sir. Die Dunkle Brut greift einige der entlegeneren Ansiedlungen an. Und sie agiert in großen Gruppen. Im einfachen Volk wächst die Angst, Kommandant. So. Einen schönen Tag noch, Kommandant. Sieht nicht gut aus, irgendwie. Wohlzeit. Ich bin hier, um zu dienen, Kommandant. Nope, das ist wie alles. Ihr meint, Kommandant. Für jetzt. Kommandant. Ja, es möchte noch jemand den Beitritt auf sich nehmen. Ich hoffe, das Schicksal wird gnädiger sein als bei Sir Myrie. Ja. Ich werde die nötigen Vorbereitungen treffen. Okay. Von diesem Moment an seid ihr, Velana, ein grauer Wächter. Dann soll es so sein. Oh oh. Aber ich glaube, sie schafft das. So viele graue Wächter bekehren. Sie atmet noch, Kommandant. Sie wird sich erholen. Gut. Hätte auch nicht so gut enden können. Lana ist auch beigetreten. Freiheit für Anders. Okay, das sind alles absolvierte Quests. Guckt euch an, wie viele es hier inzwischen gibt. Oh, feier. Wir müssen sie immer noch finden.
Stimmt. Frau eines Händlers. Und das mit dem Tod. Ich würde gerne nochmal in den Vendanwald gehen, bevor es weitergeht. Einfach nur, weil es witzig. Es leuchtet das Teil da. Zack. Ja. Zack. Ja. Zack. Ja. Ja, ich würde Ogryn mitnehmen, wenn ich selbst ein Schurke wäre oder Magier, aber so bringt mir das leider nichts. So, er hat anscheinend schon Rüstung gemacht. Habe ich euch eigentlich schon mal erzählt, dass ich Frauen mit Tätowierungen unglaublich attraktiv finde? Habe ich euch eigentlich schon mal erzählt, dass ich die meisten Menschen sowohl körperlich als auch moralisch abstoßend finde? Gut zu wissen. Großartig, wait. Ja, Kommandant. Ach, wir haben leider nichts. So. Ihr seid zurück. Benötigt ihr etwas? Nein. Kommt bald zurück. Okay, anscheinend können wir gerade nichts machen hier. Und nochmal zum Wendernwald, dann können wir auch nochmal zu den Schwarzmarschen gehen. Und das Riff. Ganz zum Schluss müssen wir dann noch zu den Hügel hier. Und wir werden angegriffen. Mal sehen, wer uns angreift und warum. Müllhaufen greifen uns an. Nein. Tatsächlich Bären, wirklich. Warum müssen es ausgerechnet Bären sein? Okay, weil die hier so viel Müll zurückgelassen haben. Bumm, Schicksal des Schwachen. Ah, der hat kaum eine Chance. Lächerlich irgendwie. Aber trotzdem schade um die Bären. Die auch einfach fliehen können, oder? Da drüben ist aber noch eine Kiste und die will ich mir auch noch angucken. Warum brennt der Wald eigentlich andauernd? Nette Bolzen. Und weiter geht's. Ich hätte vorher speichern sollen. Naja. So, dann werde ich diesmal versuchen, ihn zu kriegen. Irgendwie den Typen, der da noch unten sein soll. Ich frage mich, wie wir von hier jetzt dahin kommen, wo wir... Ah! Da war der... Das war der Ausgang. Falls ihr euch noch dran erinnern könnt. Da, wo ich nicht lang gegangen bin, das ist hier gewesen. Als wir zurückgelaufen sind. Oder? Ja, ich habe recht. Tatsächlich. So war das gedacht. Das ist natürlich praktisch. Ich habe mir nämlich gerade überlegt, wie kommen wir denn jetzt wieder zurück zu dieser Zelle. Und wir kommen trotzdem nicht darunter. Das ist euer Ernst. Woher sollte ich denn wissen, dass das nicht dahin geht? Da kommen wir auch so nie wieder hin anscheinend. Ah, guck mal. Vielleicht haben sie es deswegen gemacht, weil am Mars jetzt immer noch da ist. Vielleicht ist er auch woanders. Vielleicht ist er ja gar nicht hier. Kommen wir irgendwie auf die Weltkarte? Ja, aber da können wir nichts machen. Super. Yay, Schwarzmarschen. Mal sehen, ob wir nochmal überfallen werden. Und... Nö. Mal gucken. Okay, Zwischensequenz. Das gefällt mir ja schon jetzt sehr. Die Schwarzmarsch. Dies ist ein unnatürlicher Ort. Der Schleier ist dünn und es wimmelt von Geistern. Wir müssen vorsichtig sein. Okay. Auf diesem wackeligen Schild steht, seht euch vor, die Schwarzmarschen sind verflucht. Und da sind Marschen. Ich habe Angst. Haltet mich fest. Na, wer hätte das erwartet? So, du wirst jetzt mal instant gekillt. Okay, ich habe verfehlt. Das mag ja sein. Wüste Beschimpfungen.
Nee, das brauchen wir alles nur, wenn sie zu sehr auf die Magier gehen. Jetzt stirbt erstmal der Alpha-Marschwolf. Okay, das war einfacher als erwartet. Da, jetzt zum Beispiel. Komm, der ist gestorben, bevor der hingekommen ist. Naja, von mir aus. Ich habe so viele Wundbeschläge. Noch er ist gestorben, bevor er irgendwas machen konnte. Nett. Überhaupt keine Chance. Schon wieder ein Stufenaufstieg? Tatsächlich. Deswegen wollte ich beim letzten Mal schon was machen. Ich dachte, sie wäre aufgestiegen. So, mehr Mana für sie. Elementbeherrschung. Ah, okay. Mehr Elementschaden werden aktiviert. Bin schon unterwegs. Nett. Weiter geht's. Oh, Moment. Hat hier nicht noch jemand was fallen gelassen? Oh. Los geht's. Als ich noch klein war, hat mir mein Vater immer Geschichten über die Schwarzmarschen erzählt. Er sagte, alle hier seien durch dunkelste Magie getötet worden. Das war kurz vor der Rebellion. Niemand wusste, was damals wirklich geschehen ist. Welche Art von Magie hätte sowas denn verursachen können? Was hier geschehen ist, wurde niemals aufgeklärt. Und als diese Kreaturen aufgetaucht sind, wurden die Marschen aufgegeben. Ich habe immer davon geträumt, eines Tages in die Schwarzmarschen zu reisen und alles wieder in Ordnung zu bringen. Die Träume eines kleinen Jungen. Aber genau das tun wir doch gerade, oder? Stimmt, das tue ich. Hätte mir jemand prophezeit, dass ich mal hier enden würde, hätte ich ihn ausgelacht. Aber so ändern sich die Zeiten. Als ich noch in Kirkwall war, dachte ich immer, ich würde das Kommando über die Garnison meines Vaters übernehmen, wenn ich nach Ferelden zurückkehre. Und jetzt seht mich an. Ich bin ein grauer Wächter, der sowohl gegen die dunkle Brut als auch gegen Dämonen kämpft. Das ist wirklich interessant. Und außerdem ziemlich gefährlich. Das Leben an sich ist gefährlich. Wie dem auch sei, die verfluchten Marschen erwarten uns. So sieht es aus. Zack. Jetzt können wir auch weiter. Noch mehr Alpha-Marsch. Möglicherweise falsch eingeschätzt. Nur möglicherweise. Ich neige manchmal dazu, alle Menschen über einen Kamm zu scheren. Solange es ein derart hübscher Kamm ist, stört mich das nicht. Ich glaube nicht, dass ich verstehe, was ihr damit sagen wollt. Ich will damit sagen, dass ich euch für eure Entschuldigung danke, Herrin. Oh. Also gut. Yay. Du kriegst Schaden, hör auf deine Kumpels mitzuziehen. Ist unfair. Naja, trotzdem draufgegangen. Nein. Schön hierher kommen. Er hat nicht wirklich von denen abgelassen. So, dann helfen wir ihm mal. Wenn ich jemals durchkomme. Anscheinend machen nämlich die Schwarzmarschen, sind die Schwarzmarschen undurchgänglich. Mehr auftreten. Na komm. Du auch. Natürlich hat sie positive Eigenschaften. Die hält nicht viel von sich selbst, so wie es aussieht. So. Hey, nett. Ein ganzer Wundumschlag. Giftflasche und zerfledderter Brief. Ein Quest, natürlich. Ich mir denken können, Spur der Liebe. Können Spur, um Ponys Überraschung zu finden. Kodex-Eintrag mit dem Brief, den wir gerade gefunden haben. So, diesmal achte ich mehr drauf. Also, wenn die, entweder gehen wir hier auf das Grundstück oder da oben lang. Ich gehe erstmal hier lang.